und herzlich willkommen, liebe Bayern 04-Fans. Wir melden uns mal wieder vom Training der Werkself mitten in der Vorbereitung. Es wird geackert, es wird geschwitzt und ihr hört es gerade, das Trainerteam um Xabi Alonso führt die Kommandos, die Trillerpfeife wird benutzt. Also Bayern 04 ist mittendrin in den Vorbereitungen für die kommende, jetzt folgende Spielzeit und wir schauen mal wieder dem Team von Xabi Alonso ein wenig über die Schulter. Wir sehen im Moment noch das Aufwärmprogramm, wobei das eher ein Programm ist, das die Spieler durchaus erhitzen sollte. Da war nämlich schon eine Menge Feuer drin. Wir sind ein bisschen später dran. Das Training hat um 10.30 Uhr begonnen und es war so, dass Xabi Alonso sich da schon durchaus etwas Spezielles ausgedacht hat. Ein Parcours mit Kraftübungen, mit Schnellkraftübungen und auch mit Koordinationsübungen. Dazu noch garniert das Ganze mit schnellen Passfolgen, also sehr, sehr intensiv. Die Mannschaft macht sich hier etwas weiter hinten auf dem Trainingsplatz noch bereit für die gleich folgende Passübung. Und da können wir auch ein bisschen näher ranzoomen mit der Kamera. Also intensive Einheiten seit einer Woche an der Bay-Arena. Das bedeutet, heute findet nämlich diese Einheit in einem ganz besonderen Rahmen statt. Denn gerade eben hat es in der Bay-Arena das Foto gegeben für die Saison 2023-2024. Das nennt man dann Mannschaftsfoto und das findet gewöhnlicherweise im neuen Heimtrikot statt. Und das ist heute nämlich auch das Schöne an diesem Training, dass ihr euch, falls ihr noch nicht entschlossen seid, falls ihr noch nicht ganz sicher seid, dieses wunderschöne neue Heimtrikot zu kaufen, dann könnt ihr euch das jetzt gleich nochmal im Training ansehen, wie das aussieht. Zum Beispiel am Körper von Granit Xhaka mit der Nummer 34. Ist doch auch ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. Also, oder auch ein Geschenk für sich selbst. Das ist heute sozusagen auch Thema dieses Livestreams. Die Werkself trainiert im neuen Heimtrikot. Und das gibt's natürlich in allen Fanshops, in allen, oder für alle Möglichkeiten ist man da gerüstet, wenn man das Trikot bestellt. Kostet, schaue ich jetzt nochmal nach, 84,90 Euro auf jeden Fall. Und steht den Spielern sehr, sehr gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, euch auch 84,90 Euro. Für Kinder 64,90 Euro in den Kindergrößen 128 bis 164. Das neue Heimtrikot von Bayer 04 Leverkusen, das eben ein starkes Bekenntnis darstellt zu den Wurzeln unseres Clubs und der Stadt, die beide aus dem Bayerwerk heraus entstanden sind. Das sieht man auf dem Trikot mit dem großen roten Kreuz. Kann man jetzt noch nicht ganz so gut sehen, aber wir haben gleich nochmal die Möglichkeit, ein bisschen genauer drauf zu schauen. Was tut sich bei Bayern 04 in diesen Tagen? Also in 3 Tagen, um das Ganze mal zu sortieren, gibt es das erste Testspiel der neuen Saison um 17.30 Uhr in Velbert. Wir werden das Ganze live für euch übertragen. Also ihr verpasst keine einzige Szene dieses ersten Testspiels gegen den SC Paderborn. Interessanter Gegner, der eine Woche später dann schon in den Ligabetrieb einsteigen wird, der einen spektakulären Transfer getätigt hat mit Max Kruse, der gerade aus dem Trainingslager in Österreich wiedergekommen ist, aus Tirol. Also ein Team, das auch voll im Saft ist, auch einige Niederlagen in der Vorbereitung schon hat einstecken müssen, zum Beispiel jetzt gerade ein 0:2 in Dresden. Also das wird sehr, sehr interessant, das in 3 Tagen. Gestern haben die Nationalspieler sozusagen ihren Dienst aufgenommen an der Bay Arena. Sprich, also Florian Wirtz, Lukas Radetzky, Ezequiel Palacios, Sardar Azmoun, Adam Lozic und natürlich auch Jonas Hofmann, den wir willkommen heißen unter Bayerkreuz, von Borussia Mönchengladbach gekommen und
Kollegen können wir gleich natürlich uns auch nochmal etwas genauer anschauen. Jonas Hofmann hat dann wie seine Kollegen gestern die Leistungsdiagnostik absolviert und natürlich dann auch, was dann für den Tag vielleicht nicht ganz so einfach ist, auch nochmal ein Stündchen mittrainiert von 17 bis 18 Uhr und demzufolge ein arbeitsreicher, intensiver erster Tag für die Spieler, die im Sommer noch ein bisschen, ja, will ich sagen, nachsitzen mussten, aber eben mit ihren Nationalteams unterwegs waren. So zum Beispiel Lukas Radetzky, der hat die 85 voll gemacht, was die Länderspiele angeht, mit Finnland, unter anderem 6:0 gegen San Marino. Da gab es viele Länderspiele. Ezequiel Palacios ist mal kurz mit der argentinischen Nationalmannschaft nach Indonesien gereist zum Beispiel. Also die Bayern 04 Spieler waren nach dem Ende der Saison noch mal kurz über dem Globus verteilt. Also vier neue kann Bayern 04 bisher begrüßen. Arthur und Alejandro Grimaldo. Die beiden Außenverteidiger sind ja schon seit einer Woche im Training. Granit Xhaka konnte es überhaupt nicht abwarten. Der Neuzugang vom FC Arsenal sollte eigentlich auch erst gestern eingestiegen sein. Aber der war so heiß auf seine neue Aufgabe Bayern 04 Leverkusen. Dann hat er direkt mal gesagt, na, dann fange ich früher an. Donnerstag, ihr habt es mitbekommen, stand er schon auf dem Trainingsplatz. Der 115-malige Schweizer Nationalspieler, Kapitän der Eidgenossen, Führungsfigur beim FC Arsenal, einer, der vorangehen soll bei Bayern 04, Vertrag bis 2028, Ausrufezeichen, einer, der in den nächsten Jahren hier ja auch so ein bisschen die Geschicke mitbestimmen soll. Und Bayern 04 hat da auch so ein bisschen nachgelegt, wo vielleicht der Schuh ein wenig gedrückt hat in der letzten Saison. Stichwort Erfahrung, Stichwort Führungsqualitäten. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie sich das dann vielleicht auch schon in den aktuellen Testspielen präsentieren kann. Also, Testspiel 1 am kommenden Freitag gegen den SC Paderborn am 21. Juli. Dann reist Bayern 04 ins Trainingslager nach Saalfelden zum ersten Mal. Zwar auch im Salzburger Land, wie in den letzten 10 Jahren zuvor, aber nicht mehr in Zell am See Kaprun. Und nach dem Trainingslager, in dem kein Testspiel stattfinden wird, reist die Mannschaft direkt ins Baskenland, wo Bayern 04 Leverkusen am 29. Juli abends um 18 Uhr auf Real Sociedad San Sebastian trifft, den Heimatclub von Xabi Alonso. Und dann gibt es die erste englische Woche des Jahres, mittwochsabends bei Olympique Marseille. Das hat schon sowas von Champions League Charakter diese Woche. San Sebastian, Marseille und dann nochmal West Ham United zur Saisoneröffnung samstags um 13.30 Uhr, eine Woche vor dem Pflichtspielstart. Also Xabi Alonso lässt wenige Testspiele bestreiten, aber die haben sie in sich. Da sind keine Testspiele gegen eine Dorfauswahl, wo man dann 20 Tore schießt und hinterher so gut wie nicht geschwitzt hat, sondern es sind wirklich hochkarätige Gegner dabei, um da natürlich die bestmöglichen Aufschlüsse zu bekommen. So, wir haben auch ein bisschen immer den Chat im Blick. Also wenn ihr Fragen habt, können wir da auch die eine oder andere Frage gerne beantworten. Wir werden etwa so rund 30 Minuten auf Sendung bleiben. Hoffen natürlich, dass uns die Spieler gleich nochmal auch auf der anderen Seite des Platzes erfreuen werden. Also dass man da etwas näher herankommen kann. Aber wer Fragen hat, stellt sie gerne. Ohne Gewähr, dass ich alle Fragen beantworten kann. Aber wir versuchen das heute auch mal so ein bisschen mit eurer Mithilfe
zu gestalten, dieses Training. Es gab zum Beispiel eine Frage, ist das Training öffentlich? Jawohl, können wir schon mal positiv beantworten. Bei Bayern 04 sind viele Trainingseinheiten in diesen Tagen öffentlich. Kommt gerne vorbei. In dieser Woche sieht das so aus, dass auch am Vormittag trainiert wird morgen und am Donnerstag. Schaut euch die Trainingszeiten gerne auf unserer Homepage an. Am Freitag ja das Testspiel in Velbert, aber die Einheiten am Mittwoch und am Donnerstag sind auch öffentlich. Also herzliche Einladung an euch. Wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei. Dann eine Frage von Mase. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wann kommen die anderen Trikots raus? Ich würde das jetzt mal so beantworten. Das Auswärtstrikot, das ist nicht mehr, oder anders formuliert, das Auswärtstrikot kommt bald raus. Und zwar schon in 3 Tagen, denn die Werkself wird dieses Trikot auch beim Testspiel gegen den SC Paderborn tragen. So viel sei hier schon verraten. Also, 3 Tage noch warten, dann kommt das neue Auswärtstrikot raus. Die Werkself trägt es im ersten Testspiel gegen den SC Paderborn. Und das ist das Schöne, das könnt ihr euch dann direkt bei unserem Livestream anschauen, wie es aussieht. Und wenn euch das gefällt, da bin ich ziemlich sicher, also ich habe es schon mal gesehen, sieht sehr, sehr gut aus, dann ja, greift gerne zu. Dann eine Frage von Naiki. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Sorry dafür. Werden alle Testspiele übertragen? Jawohl, wir werden alle Testspiele live und kostenlos für euch übertragen. Im Werkself TV, in der App, also könnt ihr es euch aussuchen. Wir freuen uns auf euch, um die Eindrücke mit euch dann auch zu teilen. In Velbert geht's los am kommenden Freitag gegen Paderborn, dann San Sebastian, Marseille. 2 spannende Auswärtsreisen für Bayern 04 und dann am Ende gegen West Ham United. So, und jetzt schauen wir natürlich auf den Platz und können ein wenig näher heranzoomen, wie man das sagt, an die Mannschaft und sehen, jetzt hat Bayern 04 für heute, sage ich mal, das Warm-up absolviert auf dem Nebenplatz und wird jetzt gleich eine intensive Spielform bestreiten. Das kann ich schon mal für euch vorwegnehmen. Die wird jetzt vom Cheftrainer höchstpersönlich erklärt. Von Xabi Alonso, da wird jetzt nochmal das, der Platz wird gewässert, nochmal schön schnell gemacht, dass die Passfolgen auch richtig sitzen, der Rasen angefeuchtet ist, um die perfekten Bedingungen zu haben. Aber die hat man bei Bayern 04 Leverkusen ja sowieso, denn Bayern 04 gewann auch in diesem Jahr wieder die Bezeichnung Pitch of the Year. Also das betrifft auch die Trainingsplätze, die immer im allerbesten Zustand sind. Xabi Alonso erläutert der Mannschaft die gleich nun folgende Spielform. Wir haben orangene Leibchen, unter anderem mit Granit Xhaka rechts im Bild. Wir haben 2 Spieler in Gelb. Spieler wie Moussa Diaby, wie Tapsoba und andere, Jeremy Frimpong, die dann dagegen halten werden. Dann schauen wir uns natürlich an, wie sich das gleich darstellen wird. Wie gesagt, Bayern 04 heute mit dem ganz besonderen Training im neuen Heimtrikot. Das Mannschaftsfoto wurde in der Bayer Arena geschossen und jetzt können wir da uns das auch mal ganz genau anschauen. Ich finde es sehr schick, tolles Trikot. Wer es noch nicht hat, gerne mal bei uns in einem der Shops vorbeischauen oder online bestellen. Geht ja heutzutage auch. Wir schauen noch mal auf die Trainingseinheit gestern, während Xabi Alonso das Ganze noch mal erläutert. Leistungsdiagnostik, um 17 Uhr noch ein intensives Training hat die Mannschaft bestritten mit Passspiel auf engem Raum im Fokus. Das ist sowieso auch das Thema, da viele Mannschaften heute mit starkem Pressing eben agieren. Wie löst man sich aus
kniffligen Situation mit der entsprechenden Technik, mit der entsprechenden Übersicht. Das Ganze natürlich immer eben auch begleitet von Fitnessintervallen, um die Mannschaft topfit zu bekommen für den Saisonstart am 11. August bei Teutonia Ottensen. Und jetzt ist die Werkself am Ball. Wir schauen mal rein. Und zum Beispiel Odilon Cousonneau am Ball. Ist mit neuer Frisur aus dem Urlaub gekommen. Hat seine Muskelverletzung überwunden. Jonathan Tah gerade eben am Ball gewesen. Alejandro Grimaldo, also die Spieler besetzen schon natürlich ihre Positionen. Frimpong Diaby. Und am Ende soll es dann der Abschluss sein in eines der kleinen Tore. Bestmöglich. Ich weiß nicht, ob Odilon Cousonneau da direkt das Tor erzielen wollte mit dem Steilpass, aber vermutlich hat er da vielleicht auch den Mannschaftskollegen gesehen. Edmond Tapsoba hat auch noch Länderspiele bestritten mit Burkina Faso. Hier haben wir Jeremy Frimpong, der, wie ich finde, völlig unverständlicherweise überhaupt nicht nominiert wird für die niederländische Nationalmannschaft. Hätte dort längst einen Platz verdient. Aber Bondscoach Ronald Koeman ist da seit Monaten anderer Meinung. Mal sehen, wie lange er diese Meinung halten kann, wenn Jeremy Frimpong weiter auf diesem Niveau spielt. Das erste Tor haben wir gesehen von Timothy Fosu Mensa. Mal wieder Yes-Rufe von Xabi Alonso. Weiß nicht, ob man das über die Außenmikrofone hören kann. Wichtig ist ihm das scharfe, präzise Passspiel, wie er selber auch als Spieler eben betätigt hat. Und in Perfektion beherrscht hat. Natürlich noch nicht über die Spieler gesprochen, die heute nicht hier sein können. Das auch noch mal an dieser Stelle erwähnt. Patrick Schick, Robert Andrich, Piero Hincapié und Niklas Lomp aus unterschiedlichen Gründen, ihr werdet das verfolgt haben, nicht dabei. Bei Robert Andrich ist die Planung so, dass er möglicherweise, wenn alles super läuft, auch im Trainingslager in Saalfelden nach seinem Mittelfußbruch zumindest teilweise wieder einsteigen kann. Gute Nachrichten also für Xabi Alonso, der natürlich jetzt auch im zentralen Mittelfeld ein enormes Angebot hat mit Granit Xhaka, mit einem Weltmeister, mit Ezequiel Palacios und mit Robert Andrich, der ja auch noch die Option hat, hat in der vergangenen Saison das ein oder andere Mal hervorragend getan in die Abwehr zu rücken und dort so eine Art Libero zu spielen. Also viele Möglichkeiten für den Trainer, hochkarätige Neuzugänge, eine Mannschaft, die heiß ist auf eine erfolgreichere Saison. Das ist im Moment der Status quo nach einer Woche Training. Nicht mehr und nicht weniger. Können wir euch auch auf jeden Fall noch verweisen auf schöne Filme, die im Moment ja, von unserer Medienabteilung produziert werden. Da sei euch auch ans Herz gelegt, der Film auf YouTube. So funktioniert ein Leistungstest mit Noah Mbamba. Wunderschöner Film, finde ich. Das erklärt auch ein bisschen,
oder ein bisschen intensiver vor allem dann eben, wie diese Leistungsdiagnostik funktioniert. Schaut es euch gerne an. Das ist ja immer so ein Begriff, der dann gerne eingestreut wird, die Leistungsdiagnostik. Was heißt das denn überhaupt? Und das haben wir für euch mal zusammengefasst. Oder Alejandro Grimaldo, der einen wunderschönen Flop produziert hat. Also er nicht selbst, aber hat sie aufgenommen. So steht er bei 104 vor. Auch sehr sehenswert. Schaut da gerne mal rein. Und wir werden natürlich auch im Trainingslager in Saalfelden rund um die Uhr für euch Contents produzieren, wie das so schön heißt heute. Also gerne immer mal reinschauen auf unsere Kanäle bei 104.de und auf die Social Media Kanäle. Da haben wir nämlich zum Beispiel Noah Mbamba am Ball gehabt mit der Nummer 18, mit der 21 gerade kurz am Ball gewesen. Amin Adli, das können wir euch auch noch kurz erzählen. Der ist seit gestern wieder bei der Mannschaft, ist quasi so der letzte Nachzügler nach der U21-Europameisterschaft. Ist er also wieder mit am Start, der ja eigentlich alles spielen kann. Der vorne in der Spitze spielen kann, über die Flügel kommen kann, zentral mit seiner Geschwindigkeit agieren kann, war nach der U21-Europameisterschaft noch im Urlaub, Viertelfinal aus mit Frankreich gegen die Ukraine und seit gestern eben auch wieder auf dem Platz. Und mit einem Tor ist jetzt diese Übung zu Ende gegangen und wir sehen die ersten Spieler, die mal ein kurzes Verschnaufbäuschen auf dem Rasen brauchen. Wenn ich das richtig sehe, ist es Florian Wirtz, der mal kurz einmal die Begegnung mit dem grünen Rasen sucht. Spricht dafür, dass ordentlich Zug drin ist in der Übung, in der Einheit. So soll es sein in der Vorbereitung. Ja, nochmal gerne der Aufruf. Wir sind noch ein paar Minütchen auf Sendung. Können wir gerne für euch noch ein paar Fragen beantworten. Also immer raus damit, frei von der Leber weg. Wir versuchen das so gut wie es geht zu beantworten. Also wenn es noch Fragen rund um Bayern 4 gibt, gerne jetzt stellen. Wir sind noch etwa 5 bis 10 Minuten auf Sendung und dann können wir euch gerne noch was Gutes tun. Bis dahin. In der Zeit, in der Xabi Alonso die nächste Übung erklärt, beziehungsweise das jetzt sehr, sehr deutlich macht, was ihm vielleicht auch nicht so gut gefallen hat, können wir natürlich auch ein bisschen über die Neuen sprechen. Jonas Hofmann, 31 Jahre, er ist der Spieler, der ja, auch eine Lücke schließen kann, der große Führungsqualitäten hat, geboren in Heidelberg, 31 Jahre alt geworden. Am 14. Juli, da kann man ruhig nochmal einen Glückwunsch loswerden an unseren Neuzugang mit der Nummer 7 aus der Jugend von der TSG Hoffenheim. Gekommen dann zu Borussia Dortmund, gewechselt 2011, war zwischendurch mal ausgeliehen an den ersten FSV Mainz 05. Tor von Sarna oder eben nicht. Es bleibt im Verborgenen. Und dann haben wir eben das Thema Jonas Hofmann gehabt, Laie zu Mainz und 2016, weil er sich eben bei Borussia Dortmund nicht so recht durchsetzen konnte, dann zu Borussia Mönchengladbach, wo auch sehr erfolgreich gespielt. 7 Jahre, ein echter Transfer-Coup von Bayern 04. 232 Bundesligaspiele, 46 Tore, 49 Vorlagen und jetzt noch eine Zahl, 21 Länderspiele für Deutschland. Das ist einer, der wird Bayern 04 sicherlich nach vorne bringen. Das nächste Tor für das Team Orange, so nenne ich das mal. Dazu noch sei erwähnt, dass es ja auch im Staff einige Änderungen bei Bayern 04 gibt. Das können wir euch jetzt auch mal gerade noch näher bringen. Und Xabi Alonso ganz genau fast schon im Feld steht und darauf achtet, wie seine Mannschaft hier agiert bei dieser Übung. Sven Elsinger ist zurück als Leiter Physiotherapie
Neuer Athletiktrainer ist da mit Jonas Rath, 43 Jahre alt, kam von Borussia Mönchengladbach. Nicht mehr dabei ist ein Name, der auch sicherlich bei euch nicht unbekannt ist. Burak Yildirim ist nach 27 Jahren bei Bayern 04 als Mannschaftsarzt mit dem Spezialgebiet Orthopädie eben nicht mehr dabei, kümmert sich nun um seine Praxis in Pulheim. Der Nachfolger ist Dr. Stefan Horten. Und auch ganz wichtig, die Berufung von Thomas Eichin zum Direktor Lizenz. Der vormalige Nachwuchschef von Bayern 04 ist nun also für alle internen Prozesse des Profibereichs zuständig. Alles läuft über ihn, mit Erfahrung, Engagement und Führungskompetenz ausgestattet. Hochgeschätzt von Simon Wolfes, dem Geschäftsführer. Kümmert er sich um die Bereiche Staff, Ernährung, Orga, Infrastruktur, Logistik, auch Schnittstelle ist er zur medizinischen Abteilung. Also ganz wichtiges Bindeglied im Verein. Das Heimtrikot jetzt nochmal sehr, sehr gut sieht. Und schwarz mit dem Kreuz auf der Brust. Tolle Saison von Jeremy Frimpong. Der abgelaufene, die gilt es wunderbar auch wieder zu bestätigen. Der Niederländer kam im Januar 2021 von Celtic Glasgow mit 8 Toren und 7 Vorlagen als Rechtsverteidiger geglänzt. Gibt Interesse natürlich auch logischerweise, wenn man dann so eine Saison hinlegt. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Der Einzige eben, der da noch so ein bisschen die Augen verschließt, ist der niederländische Nationaltrainer. Zahlreiche Fans hier im Trainingsgelände Arena 100. Und jetzt haben wir hier den Blick auf Robert Andrich. Das freut uns natürlich besonders, wenn man den auf dem Platz sieht. Begrüßt hier noch Geschäftsführer Simon Rolfes. Also Robert Andrich nähert sich weiter mit kleinen, geduldigen Schritten dem Comeback. Schaut jetzt gerade noch mal zu, wie möglicherweise das nächste Tor fällt. Aber kommt nicht durch. Schneller Gegenstoß. Aber Team Schwarz hat sich formiert. Und Xabi Alonso unterbricht nochmal die Übung, um weitere Eindrücke mit der Mannschaft zu besprechen. Und während die Mannschaft eine kleine Erfrischungspause nochmal bekommt, können wir nochmal auf die ersten Pflichtspiele von Bayern 04 auf verweisen. Teutonia Ottensen ist der erste Gegner am 11. August 2023 im Millerntor-Stadion. Samstags 15.30 Uhr, erste Runde DFB-Pokal. Aktives Los und eine tolle Konstellation. Natürlich wird der ein oder andere Bayern 04-Fan, der ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer gerne nach Hamburg gereist ist, das Ganze auch unterstützen. Jetzt geht es weiter gegen 80 am 18. August 15.30 Uhr.
Woche später, samstagsabend. Das Wiedersehen. Seoane. 25. August. Nee, haben wir nicht ganz richtig jetzt das Ganze erklärt. Machen wir nochmal von vorne. 5. August, Samstag, Sonja Ottensen. 19. August und 26. August. Das sind die Daten. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern und für Leverkusen. Samstags 18.30 Uhr im Borussia-Park. Und dann geht es weiter am 2. September gegen Darmstadt. Den gesamten Spielplan werde ich euch jetzt nicht erzählen, denn ich glaube, das könnt ihr auch nachschauen bei uns auf bayern4.de und so. Da sind es dann eben natürlich logischerweise auch die Mannschaften, gegen die man ja sowieso im gesamten Verlauf der Saison spielen muss. Neu in der Bundesliga, Darmstadt und Heidenheim. Das werden noch spannende Duelle. Beide kommen im Übrigen relativ zeitnah im September in die Bayer-Arena.